Hallo und herzlich willkommen beim lärmigen Minecraft. Ich muss gleich mal die Lautstärke ein bisschen runterstellen. Ja, herzlich willkommen, wir sind wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich das umstelle. Machen wir einfach das IC Master Volume ein bisschen runter. So, jetzt sollte es halbwegs gehen. Wobei, viel besser ist es auch nicht. Ich hoffe, es geht. Jo. Ich habe hier ein bisschen umgebaut, glaube ich, seit dem letzten Mal. Ich glaube mal. Und ich war letztes Mal tierisch unproduktiv. Deswegen muss ich das heute mal ändern. So, was müssen wir dazu tun? Wir brauchen erstmal das Rezept von der Rakete. Tier One Rockets. Da, ha. Gut, die Heavy Duty Plates, die machen wir mit Compressed Bronze, Aluminium und Steel. Das heißt, wir brauchen Bronze, Aluminium und Stahl und davon jede Menge. Auch für die Spitze brauchen wir das Ganze nochmal. Und ich glaube, ja, für ziemlich alles. Okay, davon hatten wir sogar noch welche. Moment. Jo, davon hatten wir noch welche. Die nehme ich mir gleich ins Inventar. Gut, hier brauchen wir dann noch ein paar schöne Sachen, aber die kriegen wir schon hin. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was haben wir hier? Copper, Eisen, okay. Dann müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich das Ganze, da habe ich das Material hingeschmissen. So, Bronze, Copper. Das Bronze nehmen wir schon mal raus, aber wir brauchen da noch mehr von. Aluminium ist schon mal gut. Jo, das Aluminium nehmen wir uns schon mal raus. Eisen nehmen wir uns schon mal raus. Wir brauchen ja das Pulver für den Stahl. Ach, guck an, da haben wir auch schon Compressed Aluminium. Also so ganz unproduktiv waren wir dann offenbar doch nicht. Gut, der Macerator noch. Und da fliegt was raus. Nach da hinten. Wo kommt es her? Da ist was rausgeflogen nach hinten. Okay. Hacken wir uns einfach durch und sammeln es auf. So. Aber eigentlich wollte ich ja diese Lücke, damit wir das Eisen nicht direkt verballern. So, hier ist auch nichts mehr drin. Da muss ich dann auch einmal eine Lücke machen. Ist ein bisschen unpraktisch. Da kommt doch noch was raus. Ah, das Gold. Ach so. Da ist auch kein Ofen für da, für das Gold. Einverstanden. Dann machen wir das so. Zack. Okay. Hier basteln wir uns jetzt Kohle zusammen. Und Iron Dust haben wir ja schon. Das heißt, wir können das in den Smelter schon mal mit reinpacken. Jawohl. Da kommt dann noch die Kohle hinterher. Okay. Eigentlich Copper und so hätten wir auch direkt in Pulverform haben können, ne? Wie machen wir das? Wo habe ich die Trichter hingetan? Das ist ja jetzt blöd. Muss ich mal kurz hier raus. Die Trichter. Trichter? Trichter? Verdammt. Nein. Sind die vielleicht hier irgendwo zwischen? Nein. Da? Nein. Da? Nein. Das ist blöd. Oder ich sehe sie einfach nur nicht. Aber beides wäre irgendwie dämlich. Okay. Nö, okay, ich gebe es auf. Schade. Die würden uns, hätten uns jetzt geholfen. Ist da jetzt auch ein bisschen Eisen runtergefallen? So. Baue ich jetzt neue Trichter? Ich möchte keine neuen Trichter bauen. Eigentlich. Aber ich wundere mich ehrlich, wo die sind. Ja. Gut, dann brauchen wir Holz und bauen neue Trichter.
weil die sind schon ganz praktisch. So. Verdammt. So, Kiste. Eisen. So. Und dann muss ich so. Jetzt muss ich nur hier wieder rauskommen. Mist. Ach, verdammt. Zack, so. Hoffentlich geht das. Da oben haben wir Cobblestone Transport Pipe. Dann brauchen wir hier eine Stone. Zack, so. Jetzt geht's. Jawohl, jetzt landet alles unten. Unten ist aber eh schon nichts mehr drin. Gut, dann brauchen wir noch die Copper-Gedöns-Sachen. Was haben wir denn hier alles noch für Müll rumfliegen? Na, guck mal, Coal Dust ist auch sehr praktisch. Okay, Copper schmeiße ich dann mal rein. So, Coal Dust kommt auf die andere Seite, dann haben wir schon mal Steel und wir haben hier schon mal einige Aluminium Plates. Das ist auch super. Okay, das sieht doch schon mal halbwegs gut aus. So, die brennen fast nicht mehr. Das ist gut. Dann kann ich noch mal verzweifelt auf die Suche gehen nach den blöden Trichtern, die ich aber garantiert nicht finden werde. Nö. Vielleicht habe ich sie bei einem Tod verloren. Ich weiß es nicht. Na gut. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, aber wir brauchen genauso auch noch Zinn. Zinnpulverchen und Co. So, da sind die bald fertig. Noch zwei Stück, dann haben wir schon die nächste Ladung, nämlich Bronze. Und gleich im Anschluss können wir dann mit Stahl beginnen. So, zack und raus. Perfekt. Und da geht's mit dem Stahl weiter. Jawohl. Sehr langsam. Ach gut, da ist auch keine Kohle drin gerade, ne? Und da brauchen wir auch echte Kohle. Verdammt. Obwohl, reicht da auch Holz? Müssen wir gleich mal schauen. Weil so viel Kohle haben wir gar nicht. Und hier ist auch kein Sprit mehr drin quasi. Das ist auch nicht so gut. Und ich habe keine Lust jetzt, mich unter die Erde zu schmeißen und Kohle zu suchen. Ja. Das wäre nicht so schön. Na gut. Müssen wir kurz mal runter. Ach, guck an. Hier habe ich noch nicht alles rausgezimmert. Ich weiß gar nicht, waren wir hier mal gemeinsam? Es könnte sein, dass das zu dem Gebiet gehört, was ich hier alleine einfach gesichert erkundet, wie auch immer habe. So. Zack und zack. Oh. So, da haben wir es. Jo, da habe ich alles drin gelassen, weil wir es nicht brauchen. So, wenn wir das fertig haben, zack. Dann können wir oben wieder das Gerät befeuern. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir einmal die Kohle brauchen, um Stahl zu produzieren und auch um das eine entsprechende Gerät anzupowern. Den Generator ist es, glaube ich, der da das braucht. So. Kohle, Kohle. Wo bist du? Meine Güte, jeden Scheiß haben wir hier, aber keine Kohle, die irgendwo in der Wand hängt mal. Mal gucken, ob wir hier unten noch was finden. Wo ich mit Strip Mining begonnen habe, hier ein bisschen. Nein, da ist nichts mehr drin. Tadam.
So, wie sieht's hier aus? Auch nicht, doch, da unten ist Kohle. Und hier ist noch ein bisschen Eisen. Eisen war auch relativ knapp geworden, schon tatsächlich. Ah, schon. Oh, und noch mehr Eisen. Wahnsinn. Okay, ich hoffe, oben die Geräte werden noch mitgeladen und arbeiten weiter. So. Kohle. Oh, jede Menge Eisen sogar. Dum, 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 dum. Zack. So, keine Kohle mehr. Wie ist es denn? Lässt sich das auch von Lava oder ähnlichem befeuern? Dann könnte man ja auch einfach einen Lava-Eimer von hier holen. Dann wäre das wesentlich produktiver, glaube ich. Zumindest wenn wir eine Ladung Eisenpulver und Kohlepulver haben, dann könnte man das einfach durchjagen. So. Haben wir alles? Nein. So, jetzt haben wir alles. Gut. Oh. So, ich würde sagen, das reicht. Falscher Knopf. Waypoints, Häusli und zurück. So. Upp, falsche Richtung. Da lang. So. Das Ding ist durch mit Copper. Und dann müssen wir mal kurz warten. So, da schmeißen wir erstmal nur drei rein. Die sind wertvoll, die Teile. So, Copper Dust. Ach ja, es ist Tag. Es ist Nacht, deswegen funktioniert die neue Strom. Und dann geht auch schon der nächste. Zack. Und. Jetzt Richtung Advanced Machine Block und dafür brauchen wir Carbon Plate und Alloy. Bronze, Zinn, Refined Iron. Aufwendig. Ich hoffe, es lohnt sich. Carbon Plate, jetzt machen wir die.